Wildinsekten brauchen vielfältige Lebensräume mit heimischen Pflanzen, die ihnen Nahrung, Schutz und Brutmöglichkeiten bieten. Um solche Lebensräume zu schaffen, ist die Aufwertung oder Neuanlage von Flächen mit regionalem Saatgut besonders wirkungsvoll. Dieses Saatgut kann man kaufen oder es durch besondere Verfahren gewinnen oder aussehen. Bei der Maatgutübertragung wird das Maatgut einer artenreichen Fläche mit dem Ladewagen oder Miststreuer auf eine vorbereitete Fläche ausgebracht. Das Maatgut muss nach der Ausbringung gleichmäßig verteilt werden. Heimisches Saatgut kann auch mit speziellen Bürstmaschinen gewonnen werden, die die Samen aus der Wiese bürsten. Bei großen und ebenen Wiesen eignet sich auch ein Mähdrescher. Das selbst gewonnene Saatgut wird meist mit der Hand ausgesät. Schließlich gibt es auch das bei speziellen Regio-Saatgutproduzenten gekaufte Saatgut. Dies kann auch gut mit der Sämaschine ausgebracht werden. Da Regio-Saatgut wertvoll ist, sollte bei einer großen Fläche nicht vollflächig, sondern nur abschnittsweise Streifen angesät werden. Die artenreiche Vegetation aus der Streifensaat breitet sich dann, wenn alles glatt geht, in den nächsten Jahren über die gesamte Fläche aus. So erhalten viele Insekten ein neues Zuhause.